Das ist eine schreckliche Meldung, mit der wir die Sendung begonnen haben. Das Gebiet um den Rhododendron-Park in Bremerhorn ist abgesperrt. Ein Mann mit einem Messer bewaffnet hat mehrere Menschen dort angegriffen. Der Notruf ging bei den Behörden am späten Nachmittag ein. Die Polizei und Rettungsdienste waren sofort mit einem Großaufgebot dort. Den mutmaßlichen Täter haben sie festgenommen. Reporter Hauke Hirsinger ist seit dem frühen Abend am Einsatzort und hat jetzt aktuelle Informationen. Hier im Rhododendron-Park hat es heute Nachmittag wohl eine Messerattacke gegeben. Die Polizei spricht von einem 29-jährigen Mann, den das SEK überwältigt hat. Er soll insgesamt 4 Menschen verletzt haben, 2 davon schwer. Die Polizei ging zeitweilig wohl von einer Terrorlage oder einer Amoklage aus. Der ganze Zubringer zum Park stand voll mit Rettungswagen. Und jetzt ist der Park großräumig abgesperrt. Wir kommen noch mal zur ersten Nachricht unserer Sendung. Im Rhododendron Park hat ein Mann 4 Menschen mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Inzwischen ist der mutmaßliche Täter festgenommen. Zwischenzeitlich gingen die Ermittler sogar von einer Terrorattacke aus. Jetzt noch mal aktuelle Neuigkeiten von Reporter Hauke Hirsinger, der für uns dort ist. Hier am Rhododendron Park ist die Polizei nach wie vor sehr aktiv. Alte Kräfte rücken ab. Neue rücken an, teilweise mit schwerem Gerät. Der Park ist nach wie vor komplett abgesperrt, nachdem hier heute Nachmittag ein Mann mit einem Messer offenbar wahllos Passanten angegriffen hat. Dabei hat er 4 Personen verletzt, 2 davon schwer. Über die Identität des Mannes ist bislang noch nicht viel bekannt. Nur so viel, dass er 29 Jahre alt sein soll und offenbar psychisch gestört ist. Die Polizei ermittelt weiterhin auf Hochtouren.